wünsche einen schönen guten Morgen. Es ist mal wieder soweit. Wir haben Dienstag und ich habe heute schon geerntet. Es ist zwar nur eine Kiste geworden, aber ich fahre heute wieder zur Tafel, um das, was ich habe, was ich nicht verwerten kann, dort abzugeben. Also, wir sehen uns gleich in Wasserburg. So, wir sind jetzt angekommen in Wasserburg am Inn und stehen vor der Tafel. Hier wird schon lauter Vorbereitungen getroffen. Die Rampe für Rollstuhlfahrer wird rausgelegt. Die Abstandsschilder, damit die Leute nicht im Haufen beieinander stehen, wird alles groß geschrieben. Herin werde ich keine Filmaufnahmen machen dürfen. Ich möchte auch nicht die Leute, die ehrenamtlich hier arbeiten, in eins meiner Videos reinbringen. Die Anlieferung von Waren geht um 8 los. Um 10 ist dann schon wieder die Ausgabe und um 9 sind die ersten Leute dann schon vor der Tür. Wieder zurück im eigenen Garten. Nochmal überlegt über die Erlebnisse, die ich hatte, die Gespräche, die ich hatte. Es gibt so viele Bedürftige hier in der Region. Schön, wenn man einen eigenen Garten hat, wenn man gesund ist, dass man den bewirtschaften kann, sein eigenes Gemüse anbauen, nicht abhängig sein von irgendeinem Discounter, zumindest über den Sommer weg, anbauen zu können, was man mag. Blumen zu haben für die Seele. So langsam zieht der Mehltau im Tomatenhaus ein. Hier hängen auch noch die größten Gurken, die ich habe, wie die hier mit 48 cm. An der Pflanze hängen noch 2 oder 3 Gurken dran, die nicht ganz so groß sind. Aber ich will mal schauen, wie groß die wirklich werden. Einige Tomatenpflanzen, wie die hinter mir, haben sich zu wahren Monster entwickelt, obwohl die Spitzen alle gekappt waren, haben sie eine Größe von über 2 Meter erreicht. Gestern Abend ist die erste Blüte aufgegangen von dieser Erdnuss. Heute sieht man schon die zweite Blüte. Ich versuche es mal ein bisschen aufzuhalten. Hier. Diese Blüten sind nur 24 Stunden offen. Und dann verblüht die. Die anderen 2 Erdnusspflanzen haben noch nichts. Tomaten gibt es dieses Jahr genügend. Hier die Harzfeuer. Und gleich dahinter
Die IFA Sweet White. Auch die ersten Paprikas färben sich rot. So, jetzt habe ich mal das Ansteckmikrofon angeschlossen, weil der Wind doch ein bisschen fester worden ist. Das sind die Blüten vom Spargelsalat, wo ich zwei Stück stehen lassen habe, um zu sehen, wie die Blüten ausschauen. Die Schatten werden größer, einige Pflanzen kämpfen mit dem Überleben, wie dieser Hokkaido, der von der Wurzel her schon ziemlich beschädigt ist. Auch der Butternut-Kürbis bekommt welke Blätter. In der Zwischenzeit ist eine Wasserknappheit auch bei mir im Garten aufgetreten. Ich habe jetzt noch zum Gießen ungefähr 500 bis 600 Liter Wasser. Das sollte 2 bis 3 Tage reichen. Es wird ja auch nicht mehr alles gegossen. Ich werde es so viel wie geht rausernten, was reif ist, und das muss natürlich nicht mehr gegossen werden. Seit 3 Tagen gibt es bei mir so einen Gießplan. Die Blumen werden gar nicht mehr gegossen. Ich denke, die Wurzeln sind tief genug in der Erde, dass sie was finden. Sie kommen aber auch mit wenig Wasser aus. Das Schmuckkörbchen wurde überhaupt noch nie gegossen. Pflücksalate, die in Kürze rauskommen, werden nicht mehr gegossen. Heute habe ich die letzten beiden Knollenfenchel geerntet. Ein bisschen Platz findet man schon noch in der Kühltruhe. Am gleichen Ort, wo die waren, sind auch noch die Gemüsezwiebeln. Die bekommen jetzt auch schon welke Spitzen und lassen die Blätter hängen. Also werden die auch die in Kürze geendet werden. Viel gibt es eh nicht mehr im Garten. Haufe Jungpflanzen, die brauchen noch nicht viel Wasser. Karotten, Kohlrabi, was auch noch rauskommt in Kürze, ist der Porree. Aber er sagt ja wieder Regen, heute Nachmittag und morgen ist es hier im Chiemgau vereinzelt möglich, dass es
Regen gibt. Ansonsten lasse ich mir erst wieder am Dienstag nach dem Feiertag was einfallen, wie es mit der Wasserversorgung weitergeht, weil der Bach ist fast leer, steht nur eine ölige Brühe drin. Die möchte natürlich auch nicht im Garten. Ob ich einen Gartenschlauch hernehme und Regenwasser in einen Container fülle, muss ich mir auch noch überlegen, weil Leitungswasser sind die Pflanzen gar nicht gewohnt. Auch weiterhin werde ich hier beim Schmuckkörbchen die Samen ernten. Das ist eine Blume, die ist sehr dankbar. Es blüht 24 Stunden. Ich habe sie noch nie gegossen. Die werde ich mir nächstes Jahr wieder anbauen. Ist nämlich nur einjährig. Die reifen Samen, Kapseln, die schauen aus wie ein Stern, wie so ein Igel. Man muss sie eigentlich nur in die Hand nehmen und dann kann man sie abstreifen. Und schon hat man eine Handvoll Samen. Das hinterste Beet, wo alle Blumen, die übrig geblieben sind, reingekommen sind, ist das erste, was jetzt nicht mehr gegossen wird. Vielleicht schaffen sie es trotzdem, über die Runden zu kommen. Einige schaffen es nicht, die geben jetzt schon auf. Andere wiederum, wie die Strohblumen, für die scheint das höchste Wetter zu sein. Die Physalis wird es auch schaffen, das sind vier Pflanzen. Der Strandflieder vor uns blüht auch noch, aber sein kleiner Bruder weiter hinten vertrocknet auch schon. Die Einlegegurken haben auch alles gegeben, was machbar ist. Die Einlegegurken bekommen nun auch die Braunfäule. Das ist ganz normal in der Jahreszeit. Mitte August kennen viele Pflanzen, dass der Herbst naht. Allerdings produzieren sie noch weiterhin Gurken, kleine, so wie es sein soll. Und ab und zu findet man auch eine größere bei den Blumen drin.